Herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hornhorwein. 10 Todesfälle, 858 Neuinfizierte. Dies sind die Zahlen der Epidemie von Samstag in Ungarn. Die am Sonntag veröffentlichten Daten sind weniger schlecht als die der vorigen Tage. Es wäre aber falsch zu denken, dass Ungarn den Höhepunkt überstanden hätte. Denn bei der zweiten Welle könne man nicht von Tendenzen sprechen. Seit Wochen steigt die Epidemiekurve. Es ist teils ermutigend, dass die Zahl der in Krankenhäusern verpflegten Infizierten nicht mitgewachsen ist. Uns stünden schwere Zeiten bevor, auch wenn wir schon genug vom Virus hätten. Es infiziere immer schneller und greife an. Darüber sprach Viktor Orban im Radio Kossuth in der Morgensendung. Der Ministerpräsident wiederholte, das Gesundheitswesen sei auch darauf vorbereitet worden, das Doppelte der von Experten als realistisch gesehenen Spitzenbelastung zu tragen. Er sagte, innerhalb der Regierung habe es eine Debatte darüber gegeben, ob man die Gehälter der Ärzte während der Krise behandeln müsse. Er unterstützte das, denn, wie er meinte, müsse man gerade wegen der Epidemie jetzt handeln. Mit der Gehaltserhöhung der Ärzte möchte die Regierung parallel auch die Erkenntlichkeitszahlungen abschaffen. Denn dies vergifte seit Jahrzehnten das Funktionieren des ungarischen Gesundheitswesens. Umfragen zufolge zahlt ein Großteil der Patienten nicht aus Erkenntlichkeit, sondern aus Angst, keine normale Behandlung zu erhalten. Die Mehrheit der Ärzte möchte auch keine Erkenntlichkeitszahlungen. Sie empfinden es als erniedrigend. Sie möchten anständig bezahlt werden und keine Umschläge erhalten. Die Regierungssprecherin sprach auf ihrer Seite in den sozialen Medien über Erleichterungen hinsichtlich der Steuer, Hilfen für Veranstaltungstechniker, die kostenlose Grippeimpfung und beispielsweise auch über die Regeln der Aufnahme in Kinderkrippen und Kindergärten. Alexandra Sandkirai antwortete im Rahmen von Regierungsinfo Plus auf die ihr zugesandten Fragen. Sie erwähnte auch, dass das Kreditmoratorium fortgesetzt werde. In den Kirchen wurden heute Peterspfennige gesammelt. Es ist seit mehreren Jahrhunderten Tradition, dass Gläubige freiwillige Offerten an den Papst schicken. Mit diesem Geld hilft Papst Franziskus hauptsächlich denen, die durch das Coronavirus in ein mittelloses Elend gestürzt sind. Letztes Jahr wurden in Ungarn mehr als 60 Millionen Forint Peterspfennige gesammelt. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und vergessen Sie nicht, Ihre Masken zu tragen und passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.